Wir sind hier in Nordenham im CVJM-Heim, eine große Einrichtung mit mehreren Werkstätten. Wir führen hier heute nur Boosterimpfungen durch. Wir waren Anfang und Mitte des Jahres schon mal hier und die meisten Bewohner oder Impflinge, die kennen wir schon. Wenn die dann kommen, wird hier vorne am Eingang erstmal Temperatur gemessen, kontrolliert, ob die Papiere alle vollständig sind. Dann werden sie zum ärztlichen Aufklärungsgespräch gebracht und nebenan im Raum wird dann geimpft. Die Johanniter haben eigentlich alles, was mit Corona-Impfungen zu tun hat, übernommen. Wir haben ein festes Impfzentrum gehabt, was auch von den Johannitern betrieben wurde. Es wurde dann aufgelöst und wir haben gleich im Anschluss daran das mobile Impfteam unter der Leitung von den Johannitern weitergeführt. Das Entscheidende ist, dass die Kommunen, Johanniter und all die hier im ländlichen Bereich arbeiten, dass wir gut miteinander kommunizieren und dann klappt das auch. Gerade dann im ländlichen Bereich auch, da ist die Nachfrage sehr groß. Nicht nur nach Boosterimpfungen, sondern dass jetzt auch wieder nach Erstimpfungen gefragt wird.